haben jetzt eine ganz, ganz besondere Besucherin. Eigentlich dürfen ja keine Politiker, die im Amt und Würden sind, auf diese Bühne. Ich bitte jetzt aber trotzdem mal auf die Bühne zu kommen. Kommt sie? Ja? Der Security ist noch nervös, ja? Da ist sie? Jawohl! Angela Merkel! Begrüßt sie! Ja, Frau Merkel, kommen Sie ruhig näher. Ja. Genau. Ja, ja, Frau Merkel, nicht hinsetzen. Aufstehen statt aussitzen heißt es. Frau Merkel, bitte. Aufstehen statt aussitzen. Das ist ganz einfach. Das schaffen auch Sie. Ich weiß, Sie sind eine humorvolle Frau, aber bitte stehen Sie auf. Ja, ich glaube, da gibt es Probleme mit dem Rückgrat. Ich hoffe, mir da eine Lösung einfällt. Ich bin im Improvisieren gut. Ich weiß, wir haben Ingo da. Ingo ist Rückentrainer. Ingo? Ingo? Da haben wir Ingo, unseren Rückentrainer. Dein Mikrofon. So, ihr könnt übrigens mitmachen, weil ich glaube, also einige sind ja schon ganz aufrecht, aber so manchmal fehlt es doch am Rückgrat, stelle ich immer wieder fest, speziell wenn wir mobilisieren und Helferinnen suchen. Also macht kräftig mit. Ingo, ich übergebe dir hiermit das Mikro. Vielen Dank. Frau Merkel, kommen Sie zu mir. Ich bin heute hier als Ihr persönlicher Fitnesstrainer. Lassen Sie mich mal sehen. Ihr Rücken ist ja ganz schief. Haben Sie denn kein Rückgrat? Da müssen wir was machen. Ich habe Ihnen heute eine Rückenübung mitgebracht, die stärkt die Muskulatur und entspannt den Rücken zugleich. Sie sind ein schwieriger Fall, aber vielleicht mit ganz viel Training können wir da noch was machen. Ja. Sind Sie bereit? Wir machen eine kleine Übung zusammen. Ja, Sie haben es bitter nötig. Vor den ausländischen Geheimdiensten kuschen Sie. Und hier in der Bundesrepublik arbeiten Sie weiter im Überwachungsstaat. So kann es nicht weitergehen. Wir sind heute hier, stehen mit aufrechten Rücken, um zu protestieren gegen die Massenüberwachung, um zu demonstrieren für die Demokratie. Mit Ihnen fangen wir ganz leicht an, mit einer klitzekleinen Übung. Die Übung ist auch super für euch, sie ist sehr gesund. Ich mache sie einmal vor, dann könnt ihr alle mitmachen. Es ist ganz leicht. Wir stehen mit geradem Rücken, nehmen die Arme nach oben und beugen uns langsam nach unten. Einmal ausschütteln und langsam wieder nach oben. Wirbel für Wirbel. Nehmen die Arme wieder nach oben und strecken uns. Fantastisch! Und wir machen die Übung noch einmal, bitteschön. Ich schaue mir das mal genau an. Frau Merkel, bitte. Die Arme nach oben. Und jetzt nach unten gehen. Ja, noch ein bisschen. Und schön ausschütteln. Und jetzt langsam wieder aufrichten. Die Arme nach oben nehmen. Und zum Himmel recken. Na, das sieht noch nicht so gut aus. Da müssen wir noch was machen. Die Frau Merkel müssen wir noch motivieren. Wir ziehen ja auch gleich nochmal vorbei am Kanzleramt. Da können wir alle nochmal laut sein und alle nochmal sagen, was wir von ihr halten und dieser Politik. Vielen Dank, Ingo. Ich nehme an, ihr macht noch ein paar Privatviertelstunden hinter der Bühne. Das hat noch nicht so geklappt. Euer Applaus. Frau Merkel ist gut. Machen Sie bitte erst Rückenübungen, Rückgrat stärken, dann dürfen Sie auch mal hier stehen und verkünden, dass wir Snowden nach Deutschland geholt haben, dass er sicheren Aufenthalt garantiert bekommt. Und da gibt es noch so ein paar andere Probleme, die bereden wir dann mit Peter Tauber und Herrn Altmaier noch. Da brauchen Sie nicht die ganze Zeit dabei sitzen und können weiter mit Ingo Rückenübungen ausprobieren. Jawohl.